jetzt kommt die Krönung, ne? Jetzt machen wir Division im Achtersystem. Die Aufgabe war, schreib es nochmal hin, 4, 7, 1, 0, 4, 2 durch 5. So. Das, diese Division im Achtersystem durchführen. Um uns mal klar zu machen, wie man dividiert, machen wir das erst nochmal im Zehnersystem. Machen wir mal einen dicken Strich hier hin. So. So, hier ist im Zehnersystem. Ne? Rechnen wir rechts im Zehnersystem. Machen wir mal folgende Rechnung. Eine ganz einfache, ne? Können wir auch fast im Kopf machen, aber egal, wir machen es mal schriftlich, um das System zu verdeutlichen. 375 durch 5. So, das ist jetzt ein Zehnersystem. 375 zur Basis 10 ist 375 durch 5. Wie würde man hier schriftlich dividieren? Ich weiß, vielleicht ein kleiner Kommentar, die Zeit ist lang her. Ne? Man hat praktisch ab der 8. Klasse nur noch mit dem Taschenrechner gerechnet oder so. Vergessen, wie das geht. Die Zeiten sind vorbei. Ihr müsst euch jetzt klar machen, wie man diese Algorithmen durchführt, weil ihr sie später selbst unterrichten müsst. Ne? Also wie würde man es machen? Ja? Ja, also man guckt erstmal, ob die 5 in die erste Ziffer einfach, sag ich mal. Ja. In dem Fall 3 geteilt durch 5, das geht nicht. Genau. Ja, Moment, ich wiederhole mal. Also 3 geteilt durch 5 geht nicht. Ne? Also holt man sich die 7 dazu, genau. Dann hat man 37 durch 5. Ja, 37 durch 5 ist? Denn? 7 mal 5 ist 5. Genau, ne? So spricht man ja. 37 durch 5 ist 7, denn 7 mal 5 ist 35. Kleine Anmerkung. Warum sieht man das so schnell? Ja? Ja, weil man seine 1 mal 1 im Kopf hat. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Man hat das kleine 1 mal 1 im Zehnersystem im Kopf. Man muss schauen, welche Zahl geht, welches Vielfache der 5 geht gerade so in die 37 rein. Welches Vielfache der 5 geht gerade so in die 37 rein? So, 25 ist zu klein, 30 ist zu klein, 35 geht rein, 40 geht gerade nicht mehr rein. Ne? Also die 35 ist das nächstkleinere Vielfache der 5. Weil man die Fünferreihe im Kopf hat, kann man sagen, 37 durch 5 ist 7, denn 7 mal 5 ist 35. Das ist das nächstkleinere Vielfache der 5, das reinpasst. Jetzt muss man hier eine Subtraktion machen und da kommt 2 hin. Ne? Jetzt holt man sich die 5 von oben, okay. Und jetzt sieht man, 25 durch 5 ist 5, weil man die Vielfachen der 5 im Kopf hat. Und 25 durch 5 ist eben 5, denn 5 mal 5 ist 25. So, da sieht man also, 75 kommt raus. So, gehen wir zurück ins Achtersystem, auf die linke Seite. 4, 7, 1, 0, 4, 2 durch 5. Wie würde man hier anfangen? Ja? Ja, man guckt, ob die 4 in die, also die 5 in die 4 geht, weil es die erste Ziffer ist. Das klappt nicht, also guckt man in die 47. Stopp. Genau. Das heißt, wir müssen rechnen, 4 mal 8 plus 7. Was in dem Fall 32 plus 7 ist, ist 39. Ja. 39 plus 5. Okay. Ja. Also, ich wiederhole nochmal. 4 durch 5 geht nicht. Also müssen wir uns die 7 dazu holen. Zur, aufgepasst, nicht 47. Weil wir im Achtersystem sind, ist das nicht die 47, sondern es ist die 4, 7 zur Basis 8. Und 4, 7 zur Basis 8 ist 4 mal 8 plus 7 mal 1.
Ja? Also 32 plus 7 ist 39. Wie oft geht die 5 in die 39? 7 Mal. So, also können wir uns die 7 hinschreiben. Um uns das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, haben wir gerade gesagt, im Zehnersystem gelingt uns das so gut, weil wir die Fünferreihe im Kopf haben. Also schreiben wir uns doch mal die Fünferreihe hin im Achtersystem. Ja, das kann man erstmal machen. Das mache ich gerade mal hier unten. Die Fünferreihe im Achtersystem. Und zwar mache ich das mal folgendermaßen. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Nicht ganz wahrscheinlich. So. 1 mal 5 ist 5 im Achtersystem. Was ist 2 mal 5? Nee. Genau. 2 mal 5 ist 10, also 1, 2. 3 mal 5, ja? 1, 7, genau. 4 mal 5, 2, 4. 5 mal 5, 3, 1. 6 mal 5, 3, 6. 7 mal 5, 4, 3. So. 8 mal 5, brauchen wir das noch? Brauchen wir nicht mehr, ne? Wir müssen nur bis zur Basis minus 1 gehen, ne? Also bis zur 7. So, hat also doch gerade so gereicht. So, okay. Also, jetzt gucken wir uns nochmal die Aufgabe an. Wir haben ja gerade gesagt, 4, 7 ist die 39, da geht die 5, 7 mal rein. So, wenn wir jetzt nicht umrechnen wollen ins Zehnersystem, wir wollen nicht immer ins Zehnersystem umrechnen. Wir sind Schlümpfe, okay, Schlümpfe haben nur 8 Finger, deswegen rechnen Schlümpfe im Achtersystem. Ist klar, ne? Die mussten sozusagen das Achtersystem entwickeln, weil sie 8 Finger haben. Okay. Das heißt, Schlümpfe haben eigentlich die Fünferreihe im Kopf, so wie sie unten steht. So, jetzt schauen wir mal in die 4, 7. Welches Vielfache der 5 geht gerade so rein? Ja? Das, die 7 mal 5, das ist nämlich 4, 3. Ne? 4, 3 geht gerade so in die 4, 7. So, also 4, 7 durch 5 ist 7, denn 7 mal 5 ist 4, 3, okay? Und 4, 7 minus 4, 3 ist 4. Wie geht's weiter? Nächster Schritt, ja. Die 1 runter, 4, 1, genau. Welches Vielfache der 7 geht in die 4, 1? Genau, die 3, 6. Die 3, 6 geht gerade so in die 4, 1. Die 4, 3 ist zu groß. Die 3, 1 viel zu klein. Aber die 3, 6 geht gerade so rein. Also 6 mal 7 geht hinein. 6 mal 5, Entschuldigung. Und 6 mal 5 ist 3, 6. Was kommt da raus? Ja? Okay, hier kommt 3 hin. Genau, im Achtersystem, ne? Sehr gut. Was passiert jetzt? Die 0 runterholen. Jetzt wird es hier ein bisschen knapp mit Platz. Welches Vielfache der 5 passt in die 3, 0? Ja, machen Sie gerade weiter. 4 mal. 4 mal 5 ist 2, 4. Die 3, 1 ist schon 1 zu groß, ne? Also 4. 4 mal 5 ist 2, 4. Bitte? Achso, die Frage ist hier an der Stelle, warum steht hier eine 3 und keine 5? Ja? Wir sind im Achtersystem. Genau, im Achtersystem. Nochmal, wenn man diese Subtraktion hier nochmal betrachtet, von der 6 bis zur 1 kann ich nicht rechnen,
aber von der 6 bis zur 1, 1. Und die 1, 1 im Achtersystem ist die 9. Also von der 6 bis zur 9 ist es 3. Ne? Und jetzt habe ich allerdings dann 1, muss ich einen Übertrag nehmen und dann ja, fällt es halt vorne weg. Ne? Gut, 3, 0 minus 2, 4. Was kommt da raus? 3, 0 minus 2, 4. 4, genau. Von der 4 bis zur 0 kann ich nicht rechnen. Ich muss 1 dazu holen und 1, 0 ist gerade 8. Naja gut, und 8 minus 4 ist 4. So, ich hole die 4 von hier oben nach unten. Welches Vielfache der 5 geht in die 4, 4? Ja? Bitte? 7 mal die 4, 3 passt rein, genau. So, 4, 3, okay, 4, 4 minus 4, 3 ist 1. Jetzt hole ich die 2 runter. 1, 2 steht jetzt da, ja? 1, 2 sind 2. Genau. Ups. 2, genau, 2. 2 mal 5 ist gerade, jetzt gehe ich hier rein, naja gut, 1, 2 und da kommt hier 0 raus, ne? Man merkt, jemand hat sich diese Aufgabe so ausgedacht, dass sie aufgeht. Olé. Ja. Okay. Das heißt, das Ergebnis von 471042 durch 5 ist 76472. Und alle Zahlen sind im Achtersystem dargestellt. Wenn es jetzt nicht aufgehen würde, würde man genauso weitermachen wie im Dezimalsystem. Man würde hier mit dem Komma arbeiten und entsprechende Stellen mit hinzunehmen. Ändert sich gar nichts. Ne? Man muss nur wissen, dass die nächste Stelle hinter dem Komma nicht die Zehntel sind, sondern die Achtel. Und die zweite Stelle hinter dem Komma dann die 64stel und so weiter. Ja. Ja. Ja, man könnte jetzt, genau, ich würde jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich erwarten, dass man dann Rest hinschreibt. Ne? Rest, es bleibt was übrig, ne? Rest 3 oder so, wenn es nicht aufgeht. Ja. Ja. Das heißt, für die schriftliche Division muss man das kleine 1x1 in dem Stellenwertsystem beherrschen, dem man rechnet. Das ist eines der Gründe, weswegen man das kleine 1x1 versucht zu automatisieren. Weswegen die ganzen Reihen gelernt werden müssen. Weswegen man auch manche von denen auswendig lernen muss. Wobei mit auswendig lernen nicht gemeint ist, dass man einfach stupide diese Reihe auswendig lernt, sondern man muss natürlich vorher Vorstellungen entwickelt haben über, ja, den 100er Raum und die Multiplikation von Zahlen, was dabei herauskommt und so. Aber letztlich muss man dann die 8er Reihe beispielsweise oder die 7er Reihe, die muss man ein Stück weit dann auch automatisieren durch auswendig lernen, damit man am Ende hier tatsächlich flexibel und wendig und schnell Zugriff hat auf die Vielfachen einer Zahl, beispielsweise auf die Vielfachen der 5. Okay.